Recht herzlich willkommen zu den Back 9 EA Sports PGA Tour und wir sind in Woche 19 angekommen in New Jersey, ganz in der Nähe natürlich von New York. Wir sehen Manhattan, wir sehen Liberty Island und wir sehen hier die 10 im New Jersey National Golf Club beziehungsweise im Liberty National Golf Club in New Jersey und wir spielen die New Jersey Challenge und mit dem Moment ganz erfolgreich, muss man sagen. Denn wir sind auf jeden Fall in den Top 10. Wir sind geteilter Sechster und jetzt sind wir an der 10. 477 Yards. Wir müssen natürlich clever den Ball hier reinspielen. Wir müssen den Ball clever gegen den Wind gerade hier reinspielen. Okay, etwas mehr über rechts. Wir müssen halt hier an dem Baum vorbeikommen. Das wäre wichtig. Vielleicht noch ein kleines bisschen hier den Fade reinspielen. Und es geht weiter. Back 9. Mal schauen, wo wir am Ende landen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel. Und da im Hintergrund sehen wir das neue World Trade Center und Manhattan, die Skyline. Guter Abschlag. And that's what we'll need to see on these final nine holes if they're going to get back into it. That's in the fairway at 10. Ja, da sind wir relativ gut reingekommen. He'll be factoring in this breeze in his face as he sets for a second. Gute Annäherung von Jason Day, solide. Gute Länge. How good are these players? It lands it on the putting surface from a million miles away and still manages to hold the green. So, es geht leicht bergauf. Wir haben Gegenwind. Also das Eisen 4 ist wohl gesetzt. Wir müssen noch ein kleines bisschen länger. Aber vorhin hat es mich auch schon irritiert, als wir mit dem 7er durchs Grün durchgerollt sind im Prinzip. Ah, schwierig, schwierig. Aber wir haben den Wind und der Wind ist nicht zu unterschätzen. 12 Meilen, das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich. Zwölf, elf, ja, der ist wirklich 10. Ah, zu weit links, zu weit links. Ja, die Länge ist okay gewesen, aber zu weit links. Witzigerweise bleibt er jetzt beim Eisen 4 relativ schnell liegen. Now this, for birdie at 10. I think he fancies his chances over this one. Very makeable. Very makeable, sagt sie. Naja gut, es geht ganz leicht runter, ganz leicht bergab. Leicht über rechts. Ja, da ist ein kleiner Buckel ist vor uns. Da müssen wir erstmal berghoch. Okay. 3 inches. Ja, das wird auf die Länge schon mehr Break sein, ne? Der hat viel, viel Zeit, nach links runter zu rollen. Ja, der ist schon weg. Der rollt auf jeden Fall links vorbei. Ja, aber gute Länge. 3 Fuß in das Loch ist eine gute, gute Länge. This is in the 30-foot range here. It's for birdie. Ja. Oh, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. So, jetzt müsste er normalerweise seinen Marker nach rechts versetzen, aber wir werden jetzt nichts sagen, zumal wir ein bisschen links anhalten können. Level, es passt. Safely in. It's a par here at the 10th. And he'll remain right where he is. So that's in for par to start this backside. And he'll stay right where he is. Next up, the 250-yard par 3, 11th. Water down the left. Fairway is cut all the way to the green. So you can roll or bounce your tee shot all the way to the putting surface.
Oder 230 Yards. Also das ist jetzt wirklich ein geschmeidiges Par 3. Hinten dran haben wir das Par 4 gesehen. Das haben wir schon gespielt von den Front 9. Und Jason Day hat hier die Ehre, als erstes abschlagen zu dürfen. Das ist immer noch das Birdie von der 8. Und er nimmt ein Eisen, natürlich über rechts. Ein leichter Draw wäre hier zu empfehlen, damit er dann links reinrollt. Ja, ja. Ja, und er rollt natürlich, also am besten vorne aufkommen lassen. Das hat er sehr gut gemacht. Bleibt er auf dem Grün liegen? Sehr gut. Okay, fortunate there. That ball hops onto the green and he'll be left with that for his birdie. Ja, da haben wir jetzt auch gesehen, der rollt unheimlich. Ja, wir haben Rückenwind. Eisen 4. Eisen 5 vielleicht sogar. Ja, links sind natürlich alle Bunker, die einen auffangen. Die sollen die Bälle fangen, die dann eben letztendlich zu weit links gehen. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, das sieht erstmal nicht schlecht aus. Ach, der rollt, der rollt, der rollt und der rollt wieder hinten raus. Das ist abartig, verrückt. Ah. Also, das ist schon ein bisschen merkwürdig teilweise mit dem Roll. Now a second to this par 3. So, wir werden natürlich wieder einen Flop spielen. 92, 97. Okay. Kommt er zurück? Ah, naja, okay, er ist zumindest liegen geblieben. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Guter Putt. Gute Längen mittlerweile. That ball somehow just decided not to go down. Oh, da haben wir Break, da haben wir einen Break. Da müssen wir jetzt konzentriert sein. Level über links, über rechts natürlich. Okay, well done. It is a par here at 11. And he'll remain right where he is. Oh, obwohl wir kein Birdie gespielt haben, sind wir jetzt Vierter. Kann das sein? So that rushed in for par here at 11. And he'll stay right where he is. Nee, Siebter. Okay. So here at the 12th at 431 yards, you can see you have an option. It is a split fairway. But the best way to come at it is from the left side. That'll give you access to just about every hole location on this green. Ja, rechts auch diese Bunkerlandschaft mit dem hohen Gras, mit dem Rough drumherum. Oh, das ist ja ein interessanter Abschlag. Durch die oder über die Baumgruppe hier. Ah, deswegen geteiltes Fairway, jetzt sehe ich es auch. Okay. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. So, jetzt muss ich da nochmal kurz reinschauen ins Leaderboard. Okay, minus 4, Billy Horschel, minus 7 steht, Cam Davis ist also drin, minus 7 steht und Jason Day hat auch minus 3, ja, ich war ein bisschen irritiert, weil da minus, weil Vierter stand, okay, so, ah, ist natürlich klar, wenn du über links spielst, hast du den schmaleren, ist es schmaler. Aber du hast dann theoretisch den kürzeren Weg aufs Grün. Gut, dann versuchen wir das mal so. Der müsste dann auf jeden Fall links runterrollen.
wenn er die Kurve nach links macht. Ja, und dann bleibt er sehr gut. Das passt hervorragend. 126 bis zum Loch. Noticeable breeze coming right to left as he eyes his second. Oh, der ist weit rechts, aber der sieht gut aus. Das war mit Risiko. Den hätte man natürlich auch über links spielen können. Ach, der Wind. Ja, schon wieder sehr viel Wind. 126 yards left to the flag. Pin in the back right portion of the screen. Oh Mann, 50er Wedge. Da sind wir doch meistens immer zu kurz, deutlich zu kurz. Warum, weiß ich auch nicht. Wenn wir Finesse spielen mit dem Pitching Wedge, das wäre mir fast lieber. Boah. Der ist auch zu kurz, oder? Der ist auch zu kurz. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. So now this, right around 25 feet for birdie. Okay, 3 inches nach oben. Break von rechts nach links wieder mal. Also wir haben sehr häufig das Break von rechts nach links. Ja, sowas hatten wir schon mal. Jetzt komm rum. Ja! Oh, yes! Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's back within three with 6 holes left. Ja. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. Ja, ist fast immer ein Spiegelbild. Not say no to that. Ja, wir sind auf jeden Fall in den Top 10. Das bringt Punkte. Statue of Liberty in the distance, we move to the 563-yard par 513. Reachable in two, but players must carry the water guarding the left and front of the green. Boah. Or they'll be looking at a crooked number. Ja. Das ist natürlich ein spannendes Par 5 übrigens, das letzte, da es sich ja um einen Par 71 Kurs handelt. Jason Day hat wieder die Ehre, oder immer noch die Ehre, weil er macht immer Birdies, wenn wir Birdies machen. Ja, er legt natürlich erstmal vor, das macht Sinn. Denn hier tatsächlich das Grün anzugreifen, okay, wir werden mal schauen, was Sache ist. More than adequate. It's safely into the fairway. Ah, der Wind nach links. Nach rechts, meine ich. Ja, okay. Oh, zieht der jetzt nach links rüber? Nee. Ja, dann müssen wir vorlegen, dann können wir nicht angreifen. Might be a tough shot coming up. Dann ist es so, dann ist es so. 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Ja, da werden wir natürlich Länge verlieren aus dem. Und zum Glück ein Raffstreifen. Da hat er aber Glück gehabt. Also dafür, dass er aus dem Fairway heraus gespielt hat. Ja, das machen wir gar nicht. Wir nehmen Eisen 4. Ja, ja, das sollte so passen. Eisen 4. Wir verlieren dann sowieso an Länge. Ja, dann spielen wir den lieber so. Dann kommt der runter. Wir stehen ja... Ah, wir stehen auch noch überm Ball. Okay.
Ja, ja, hervorragend, das passt so. Da sind wir auch ein bisschen rechts. Haben einen etwas besseren Winkel ins Grün. Genau, und haben wir nämlich jetzt kein Wasser mehr. Ja, jetzt steckt mal ausnahmsweise die Fahne kurz rechts. Ja, ja, ja. Finesse, das heißt eigentlich wenig Spin. Wir haben Gegenwind. Normalerweise bin ich da immer viel zu kurz. Oh! Oh! 54er. Ja, wir werden es mal so probieren. Spinnt der? Ja, klar, der spinnt. Aber ist okay. Im Fringe haben wir schon ja ein Birdie gespielt aus dem Fringe heraus. Third shot. Looking for a good one. Ach, das ist ja interessant. Der lag doch im Rough und jetzt liegt er auf dem Fairway. Naja, wegen der Standposition, ne? Ja, auch. Und der hat aber richtig Spin. Ja, kommt ein Hügel hier runter. Ja, das wird kein einfacher Putt, auch also eher für mich als für ihn. On the green, but that's gonna leave a putt that will get your attention. Now Day, look at birdie. Macht er den? Der macht den. Der macht den. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he's not going away. Back to within three with five holes to play. 1,7 Grad nach links runter. 100%, weil wir ja vorne liegen. Es geht aber auch noch ein bisschen bergab. Und wir haben das Break nach links. 1,8 Grad geht ja praktisch vom Schläger nach links weg. Oh, das zweite Mal ausgelebt. Das zweite Mal ausgelebt. Naja gut, also ein Igel und ein Birdie ausgelippt. Naja, müssen wir mit leben. Damit müssen wir leben. So, jetzt müssen wir halt hier auf jeden Fall noch das Pärchen spielen. Dann ist gut. Okay, safely in for par here at 13. And he'll remain at 4 under. Ah, zweimal zu schnell. Bergab hat's zu schnell gespielt. Das war das letzte Paar 5. Liberty National Signature Hole, the 150-yard par 3, 14th, protected by bunkers, fescue and the Hudson River. Club selection absolutely critical here. Ah, Hudson River, also der Golfplatz liegt am Hudson River. So, Jason Day, wir sehen dann rechts auf jeden Fall Manhattan. This one's looking good. Ja, Jason Day dreht auf. Der dreht jetzt richtig auf hier. That is a good, sensible shot right there. Gives him a good look at birdie. Boah. Ist ja ein Wahnsinnswind. So, da drüben sehen wir Manhattan und der Hudson River. Liberty Island können wir hier auch da gerade hier sehen. Okay. So, aber jetzt müssen wir uns konzentrieren. Augenblick mal. Wind. Eisen 9. Pitching Wedge. Ja gut, der wird natürlich länger, ne? Beziehungsweise durch den Wind wird eigentlich der Schlag kürzer. Also wir wollen definitiv aufs Grün kommen, ne? Boah. Wenn der hinten rausrollt, da haben wir Trouble. Wenn der hinten rausrollt, haben wir Trouble.
Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? You know, in this game, you don't just hit the shot. You have to see the shot. And that's a really good example right there. Excellent. Also, das war nicht geplant. Ah, that's how you play this 14th hole. That's in for birdie. And he moves to within three with four holes left to play. Okay, wir haben die Birdie-Chance, die wir uns irgendwie erspielt haben. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Also da hatten wir viel, viel Glück. Ja, es ist eigentlich verhältnismäßig wenig Break. Yes, a good roll there. That's in for birdie. Aber Geschenke sollte man auch annehmen. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch zwei ausgelippte. Und insofern kann man immer sagen, es gleicht sich am Ende alles aus. Zwei ausgelippte Eagle und Birdie Putts. Und jetzt dafür dann doch eine sehr, sehr glückliche Annäherung hier. Am Par 3. Und hier vorne haben wir einen Zaun. Oh Mann, also wenn du den toppst, den Ball, dann kommt der dir direkt ins Gesicht zurückgesprungen. Aber das ist natürlich der Abschlag für die Profis. Amateure spielen von vor dem Zaun. No issues there. Good tee shot in the short grass. Und bei einem Profi darf man natürlich davon ausgehen, dass der den nicht toppt hier an der Stelle mit dem Driver. So, Wind nach links. Das ist eigentlich gut. Das heißt, oh, warum ist denn der so lang? Okay, okay. Driver. So, wir nehmen den Wind hoffentlich mit. Ja, er macht die Kurve. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. Sehr gut, das passt soweit. Damit können wir zufrieden sein. Chance to set himself up for a good scoring opportunity with his second shot here. Oh, meine kurz gesteckte Fahne wieder. Ja, da hätte jetzt der Spin einsetzen müssen, aber er liegt gut, er liegt gut zum Birdie. Ball's just come up a little shy. Outside chance for a birdie. Ah, schon wieder hier Wind. The middle of the street on this one. He's gonna have a good look. Second shot. Eisen 9, aber wir haben Wahnsinnswind. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Leicht nach oben, Wahnsinnsrückenwind. Den müssen wir bremsen können. 135, das hatten wir vorhin auch schon mal. Naja, vorhin hat er den gar nicht so angenommen, der mit dem Wind, ne? Ja, der nimmt den jetzt auch nicht so sehr an. Ah, it's a good shot, but does leave that little uphill putt, so that one will be slow. Now this. For another birdie. Fünf Inches runter. No problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. Ja, vorhin war er auch wieder zu schnell, viel zu schnell und ist deswegen ausgelippt. Ja gut, der rollt dann weiter, ne? Es geht permanent bergab. Wir haben eigentlich wenig Break, ganz wenig Break. Der rollt nicht bis runter, okay. Aber der wäre auch nicht gefallen. Aber er war auch zu langsam, dann wäre er natürlich nicht so schnell rechts rüber. Naja, war kein guter Putt. War kein guter Putt. Das war eher so ein Verhüterli-Putt. Der ist besser, der ist gut. Oh. Vier Birdies. Vier Birdies. Fight this out till the end. Now two back with three to go. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll stay.
at 5 under. Ja, es gehen uns langsam ein bisschen die Löcher aus, wenn wir dieses Turnier noch gewinnen wollen. Aber Jason Day und Davis sind jetzt hier schlaggleich. If you miss the fairway here, you get a little wild. Par is no guarantee. Auf jeden Fall, so schaut's aus. Immer noch Jason Day hat die Ehre, da er ein Birdie nach dem anderen spielt. Ein Par 4 mit 306 Yards. Und da ist natürlich jetzt wieder interessant. Wird er versuchen, das Grün anzugreifen? Er hat den Driver in der Hand. Ich ahne Schlimmes. Der geht rechts weg. Der geht rechts weg. Ja, der ist weg. Oh, a very rare mistake in what has been a terrific round to this point, as that is going to be into the water. Ja, das ist wie immer, ne? Da geht jetzt eine Tür auf, sozusagen. Da geht eine Türe auf. Tja, ansonsten rennt der in den Bunker, ne? Tja, warum sollen wir Risiko gehen, ne? Auf der anderen Seite ist klar, der Driver, wenn der da hinkommt, 283. Ja klar, dann rollt er in den Bunker, da müsste man einen Bunkerschlag machen, aber der war vorhin überhaupt nicht gut. Und wir haben, Augenblick nochmal, ja, wir haben Rückenwind, ne? Klar, wir haben Rückenwind. Er startet zu weit links. So. Yeah, nothing to fault there. Good balance. Ja, bleibt im Fairway liegen. Hervorragend. Da können wir uns eine Birdie-Chance herausarbeiten. Oh je, wo spielt er denn den? Ich meine, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, den hier zu droppen. Natürlich muss er dann rückwärts gehen, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Da schlägt man doch vom Abschlag. Ich meine, jetzt schlägt er aus dem Rough. Ja, und kriegt ihn trotzdem aufs Fairway. Also das ist eigentlich auch völlig unlogisch. Also in Ernst würde oder in Echt würde man das so mit Sicherheit nicht spielen. Fourth shot wants to get this close. Zumal das auch unlogisch ist, da ja rechts auf jeden Fall doch erst noch Boden hatte und dann reingerollt ist. Da hätten eigentlich dort droppen können. Also im Prinzip ist das nicht korrekt. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil der Ball ist ja erst, also der ist nicht carry ins Wasser, sondern der Ball ist ja eigentlich erst auf dem Hang aufgekommen und dann rechts reingerollt. Und das heißt, da wo er aufgekommen ist und reingerollt ist, dort hätte er mit zwei Schlägerlängen eigentlich droppen können, nicht näher zur Fahne. Und das wäre definitiv gegangen. Und so ist er jetzt praktisch rückwärts gegangen. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das ganz so clever war und korrekt. So, aber nichtsdestoweniger müssen wir jetzt auf uns achten. Und ich denke, wir machen hier auf jeden Fall wieder einen Flop-Shot. Einen Flop-Shot. Über links. Wenn er links aufkommt, rollt er sowieso rechts runter. Also man weiß jetzt nie, wie er sich verhält. Also das war wieder... Naja gut, ist ein Flopshot. Das ist auch kein einfacher Schlag. So, er puttet jetzt zum Bogey. Wenn der nicht fällt, ist ein Doppelbogey. Dann ist er bei minus 5. Ja. Er hat ihm zumindest die Chance gegeben. Oh, das war ein teures Loch. Ein teures Loch. Doppelbogey für Jason Day. Chance now for another birdie. Naja, also nicht bei dem Break und bei dem Bergab-Putt. Das sehe ich so nicht. Das sehe ich so nicht.
Aber es passiert trotzdem. Ah, that a cool roll there. That is down for a birdie here at 16. And things are getting bunched at the top. He pulls to within one with two holes to go. Ja, und sowas nennt man dann einen sozusagen Dreischlag-Converse. Okay, finished off there for double bogey. Er verliert zwei Schläge, ich mache einen gut. Ja, er hatte vorher minus 7, ich minus 5. Here's a chance for birdie, the 17th, 445 yards. You can see it's just a little wider than most of the fairways here at Liberty National. Put your drive in play, and you'll have a short iron in. Good chance to make a 3. Jo, nochmal ein langes Par 4. Score zusammenhalten, das ist wichtig. Score zusammenhalten. Witzig wäre jetzt natürlich, da müssen wir mal in die Scorekarte nochmal schauen. Leaderboard, ich glaube, wir kommen hier als einer der letzten rein. Ja, minus 6, Jason Day, minus 5 und ich glaube, da kommt dann nichts mehr. Wenn wir jetzt die minus 7 spielen, dann müsste es eigentlich ein Stechen geben zwischen Cam Davis und mir. Das wäre auch mal interessant. Mal schauen, ob wir das hinkriegen können. Was müssen wir denn jetzt noch spielen? Wir spielen ein Paar 4, wir spielen zwei Paar 4. Okay, da könnte ja vielleicht noch ein Birdie drin sein. Auf der anderen Seite ist es wie immer, vor allen Dingen gucken, dass wir keinen Schlag verlieren. Denn auf der, ja, wir haben Gegenwind, da wird sich jetzt nicht so viel tun. Wir haben Gegenwind. Da werden wir, glaube ich, nicht die entsprechende Länge machen. Ah, es geht, es geht. That's a good drive right there at 17. And that'll leave him with a chance to get something close and maybe grab a share of the lead. Jason Day mit dem Hölzchen. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. 191 Yards ist noch eine ganz schöne Strecke. So where the hole is cut, just about 190 yards, Frank. So, Fahne steckt wie immer hinten. Was heißt wie immer? Aber jetzt wieder natürlich hinten. Aber, oh, dass der nach rechts wegspringt, aber wir sehen auch, klar. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in. In the rough now, wondering what might have been. Oh ja, der Wind, der Wind. Natürlich berghoch, Gegenwind. Eisen 8. Eisen 8. So, bring ihn aufs Grün, bring ihn aufs Grün, bring ihn an den Stock. Birdie-Chance, Birdie-Chance. Decent-sized green, it's not bad, just a little past the hole. Not bad, man, not bad. Die Kamera hier in der Hecke. Na, zu kurz, ne? But those are the shots that turn with... You'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. So, es geht ein bisschen bergab, das heißt, etwas Gas rausnehmen, damit er aber auf jeden Fall die Linie hält. So, leichtes Break nach rechts. Leichtes Break nach rechts heißt erstmal linke Lochkante, aber noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, nicht zu schnell, sonst lippt er uns wieder aus. Oh, finishing strong. That's in for birdie here at 17. Das nenne ich doch mal ein Finish. This from 7 feet. Yeah, that's good par. It is in for par here at 17. And he'll stay at 700. So, wir kommen zur letzten Bahn. Wir sehen da hinten wieder Manhattan. Home hole at Liberty National, 490-yard par 4 with an unobstructed view of lower Manhattan. Wow. Deep bunkers on the left and New York Harbor on the right, underscoring just how important accuracy off the tee really is.
Ja, das Interessante ist die rechte Seite. Auf der rechten Seite ist eine Uferpromenade und die ist überdacht natürlich, damit die Fußgänger keinen Golfball abkriegen. Das ist schon cool, schon spannend. Ne? Wir sehen es hier rechts, die Uferpromenade entsprechend überdacht. Ne? Nicht schlecht. Okay, wir... Jetzt wird es spannend. Es wird insofern spannend. Ja, hier müssen wir her. Leaderboard. Wir sind im Moment geteilter Erster. Wenn wir das Paar spielen, müssten wir eigentlich in ein Stechen kommen. Ich bin mal gespannt, ob das gespielt wird oder ob dieses Stechen ausgewürfelt wird. Ansonsten, wenn wir natürlich das Bogey spielen, sind wir raus. Wenn wir das Birdie spielen, dann haben wir dieses Turnier gewonnen. Die New Jersey Challenge Final Round. Ich bin gespannt. Ich denke, ihr auch. Das wird jetzt spannend. Also, wir müssen einen guten Ball platzieren. Natürlich auch wieder hier mit Gegenwind. Ja, einen guten Ball platzieren mit Gegenwind. So, ja, den werden wir da auf keinen Fall da oben in den Bunker kriegen. Sehr schön. Also, dann raus das Teil. Das sollte passen, dass wir mit dem Fairway zum Liegen kommen. Und dann haben wir 273 Yards Carry und noch 197. Ah, mit dem Hölzchen. Okay. Er geht safe. Yeah, all about hitting the fairway here, and that is right where you want to be. Also ich muss schon sagen, ich würde gerne diesen Platz mal in echt sehen auf bei der PGA. Habe ich noch nie gesehen. Ja, der ist ein bisschen rechts, aber die Länge wird er doch haben. Ja, da landet im Bunker. Ja, das ist klar, die drei Bunker da vorne, beziehungsweise. Diese Bunkerlandschaft. That's got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Okay, Eisen 6, 8 Fuß nach oben. Natürlich wieder Gegenwind. Tja, die Frage ist, reicht da eigentlich ein Eisen 6? Tja, wenn der wieder aufkommt, rennt er uns nur durch. Boah. Tja, Mitte Grün wäre wichtig. Mitte Grün, damit wir auf jeden Fall eine Chance haben. Ja, die Kurve macht er, die Kurve macht er. Kommt er aufs Grün, springt drauf. Okay. Noch haben wir die Möglichkeit aufs Pärchen. Ja, aber wir sind natürlich nicht zufrieden. Einen Pitch müssen wir spielen. 15. 11. Über rechts. 100%. Der rollte links runter. Bisschen nach oben, okay. Oh, das sollte doch jetzt machbar sein, oder? Das sollte machbar sein. Work to do here, this Jason's third from the bunker. Oh, the hands came through beautifully there. Good thump of the sand. We had a good chance to save par. Oh, das wird kein einfacher Putt. Es geht bergab. Über links. Und wir haben da schon ordentliches Break. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie hier EA Sports PGA Tour das Ganze ausbaldowert. Und er lässt zum zweiten Mal den Ball ganz kurz vor dem Loch liegen.
Eieieiei, das heißt nochmal ein Bogey. Oh, die letzten drei Loch, die haben ihn jetzt richtig Geld gekostet. Okay, so a calamity here at 18. This tournament was there for the taking, but instead, it's on to a fourth playoff hole. So, es wird ausgeknobelt. So, the troubles at 18 don't write a complete end to the script. There'll be an opportunity to right that wrong as we head to extra holes. Ah, ja, es geht in ein Stechen. Es geht in ein Stechen. All players compete in three holes of aggregate stroke play on holes, where the player with the lowest total score win. Ah, das heißt, wir gehen tatsächlich jetzt nochmal. So, was sehe ich jetzt hier? Jetzt sehe ich erstmal gar nichts. Passiert jetzt hier was? Also wir scheinen in ein Stechen gehen zu sollen. Also ein Stechen über drei Bahnen, 16, 17, 18 und es wird aggregat gespielt. Das heißt, nach den drei Bahnen, wer das niedrigste Score hat, hätte gewonnen. Aber ich habe so den Verdacht, da passiert nicht viel, oder? Nee, ich kann nichts machen, außer hier reingehen. Ja, ich kann da nichts machen. Ich habe den Verdacht, dass das nicht funktioniert.